Auf unserer letzten Reise in der Nähe von Tschechien entdeckten wir am Straßenrand ein unscheinbares und verlassenes Wohnhaus. Dies war einst das Zuhause von Edith und ihrem Mann, die ein recht bescheidenes und einfaches Leben führten. Sie hatten nicht viel Geld und dennoch erfüllten sie sich den Traum eines Eigenheimes. Nachdem wir uns durch das augenscheinliche Messihaus gekämpft hatten, fanden wir plötzlich doch noch eine Zeitkapsel vor. So, und damit einen wunderschönen und willkommen zu einem weiteren kleinen Lost Place Abenteuer hier auf meinem Kanal. Heute wieder hinter der Kamera die bezaubernde Flora etwas. Ich werde sonst auch größtenteils selber filmen. Wir haben hier ein verlassenes Haus eines älteren Ehepaares. Nicht reich gewesen, eigentlich wirklich nicht viel Geld gehabt. Es ist auch leicht messihaft in dem Haus. Edith hat hier zuletzt gelebt. So viel wissen wir schon mal. Und ansonsten werden wir uns das Ganze jetzt anschauen und schauen, was wir herausfinden. Eine leichte Geräuschkulisse haben wir hier. Also wir befinden uns hier gerade wirklich schon wieder mitten in einer Straße, wie man sieht. Ansonsten haben wir im Garten selbst ist jetzt auch etwas Chaos. Wir haben hier anscheinend so eine kleine Gartenlaube mit einer, sogar einer Hollywood-Schaukel, wie ich sehe, die auch schon sehr, sehr zugewachsen ist. Sieht sehr, sehr schön aus. Hier noch ein paar Steine, die Edith und ihr Mann vielleicht gestapelt haben. Soweit ich weiß, ist ihr Mann halt schon lange, lange tot. Und sie hat hier zuletzt die Stellung gehalten. Frage ist halt echt immer, ja, als Frau alleine ist wirklich immer schwierig, alles so. Interessanterweise liegt hier irgendwie auch noch eine Badewanne. Ganz, ganz merkwürdig. Aber ich würde sagen, wir werden jetzt hier in dieses Haus reingehen und uns das mal genauer anschauen. Ist auch interessant, wie die Farbe hier schon abblättert, ne? Wahrscheinlich war das mal richtig schön rot und jetzt alles langsam verwittert. Erinnert mich wirklich so an so Häuser in Schweden und sowas, wo man die Farbe ja extra ran macht, um das Haus so ein bisschen vor Witterung und so zu schützen. So, hier scheint es jetzt ins Haus zu gehen. Rechts davon sogar auch noch eine kleine Laube mit ein paar Gartenstühlen, ein Rasenmäher, aber sonst auch nichts Weltbewegendes. Und hier geht es schon mal sehr, sehr messihaft los. Wie so eine Art kleiner Vorbau oder sowas, für was das wohl genutzt wurde. Vielleicht auch nochmal so, um Fahrräder oder so abzustellen. Oder Möbel oder alles, was man so nicht mehr gebraucht hat. Aber hier ist wirklich einfach alles grob reingeworfen worden. So, und wenn man dann hier reinkommt, also wir kamen jetzt eben von hier, dem Zugang. Und dann hat man hier direkt den Aufgang ins Wohnhaus. Sonst hat man hier größtenteils wirklich nur noch ein paar Räume, wo auch noch mal ein bisschen Krempel gelagert wurde. Wie man sehen kann, gibt es hier sogar einen Zugang nach draußen. Ein ehemaliger, aber auch schon komplett eingestürzt. So, und hier scheint es jetzt direkt in das Haus zu gehen. Wir haben hier auf jeden Fall, wenn man hochkommt, schon mal links irgendwelche Regale und Spinte. Da hinten scheint es auch noch irgendeinen Raum zu geben. Den können wir uns gleich noch mal anschauen. Und ansonsten haben wir hier sogar auch noch einen Raum, was aber auch eher nach einer Rumpelkammer aussieht. Wahrscheinlich wirklich, vielleicht wirklich nur ein paar Klamotten gelagert, die hier so auf dem Boden rumliegen. Ich habe ja gesagt, es sieht wirklich leicht, leicht messy aus, wenn man hier so reingeht. Das schauen wir gleich. Ein Plumpsklo. Ein Plumpsklo? Plumpsklo. Tatsächlich, ja. Ein richtig altes Plumpsklo hier noch. Ohne Spülung, ohne alles, wie man es früher gemacht hat. Hier auch noch ein kleiner Schrank darüber, der aber leer ist. Also hier ist nichts weiter zu sehen. Oh, aber der Magnetschnapper funktioniert ja echt noch super. Nicht schlecht. Und eine Uhr hier noch. Strom wird hier wahrscheinlich nicht mehr gehen. Das wäre auch zu krass. Würde mich auch sehr verwundern. Aber die Klorolle sieht interessanterweise noch sehr, sehr gut aus. Das muss man lassen. Das Klo hier auch wieder zu. Ach hier, kennt ihr die noch? Hat man sich früher auch immer diese Pinkelmännchen, ne? Die hat man sich auch immer früher, überall hat man die gesehen irgendwie. Ist auch noch so eine, ein kleines musikalisches Spiel hier. Ist aber auch nicht mehr so funktioniert. Hier steht einfach ein Grabstein. Hier steht ein Grabstein? Einfach im Flur.
Ah, das hat man aber häufig, diese Grabsteine, weil ich nämlich gerade sehe hier, von 1836. Das ist wirklich, glaube ich, wenn man irgendwann das Grab aufgeben muss oder sowas. Du hast, glaube ich, nur irgendwie ja, 100 Jahre oder so. Nee, du zahlst. Oder irgendwie so. Für 30 Jahre und irgendwann. Ach so, oder zahlt so. Zahlt natürlich keiner mehr weiter, weil wenn du die Person eh nicht kennst. Ja. Ach, trotzdem komisch. Mitten im Flur hier. Denkt man auch, ne, dass sie hier bestattet wurde. Irgendeine Frau. Vielleicht waren sie aber auch verwandt. Vielleicht war das seine Mutter oder von ihr die Mutter. Ich finde es auch interessant, wie auf alten Grabsteinen immer noch die Berufsbezeichnung früher stand, ne? Stell mal vor, das würde man heute noch machen. Weil stellt mal vor, bei mir würde da jetzt einfach dann so YouTuber stehen oder so. Das wäre, oder? Ja, das machen wir so. Das machen wir so, das halten wir jetzt fest. Ja. Alles klar. Dann würde ich sagen, schauen wir jetzt hier rein, ne? Da geht's ja, hinter dir geht's ja auch noch weiter, glaube ich, ne? Ja, ich glaube Wohnzimmer oder so. Dann schauen wir da erstmal. Oh, das ist aber auch auch alles zusammengewürfelt hier. Einfach alles bloß reingestellt worden. Frage ist, kann man den Boden hier so trauen? Schwierig, schwierig. Ich werde mich mal hier durchschlagen. Dann schauen wir mal, ob hier noch irgendwas kommt. Aber das sieht auch alles sehr, sehr messyhaft aus. Gibt es nicht wirklich viel zu entdecken? Klar, ein paar Unterlagen haben wir hier tatsächlich. Auch alte Zeitschriften hier. Also hier sind tatsächlich ein paar private Unterlagen. Eine Personalabrechnung hier sogar von Edith. Aber sonst, ja, auch noch alles wirklich reingestellt. Muss auch nochmal. Hier sind aber tatsächlich ein paar alte Sachen sogar noch drin. Sogar hier ein altes Radio. Eine Stassfurt. Aha. Hier fehlt aber irgendwie schon was, ne? Ein Teil fehlt hier vorne schon. Aber sonst sieht das eher aus wie so eine kleine Schrauberwerkstatt hier, ne? Also als wenn hier jemand so ein bisschen was gebastelt hat. Was mache ich? Nö, keine Ahnung. Wie so eine kleine Glocke. Nö. Eine Glocke? Ja. Du hörst eine Glocke. So eine ganz kleine, so. Wie zum Beispiel die an dem Lindhasen dran ist. Ach, so eine kleine Glocke. Das so war ich nicht. Ich habe nichts geklimpert. Dann gehen wir hier einmal wieder zurück. Schauen einmal hier noch in diesen Raum rein. Welcher auch erstmal richtig, richtig messy aussieht. Aber wenn man jetzt hier rumkommt, ach, du ahnst es ja nicht. Guck dir das an. Also damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet. Also das sieht ja im Verhältnis zum Rest gerade richtig gut aus, ne? Vielleicht hat Edith sich auch wirklich nur noch hier drin aufgehalten. In diesen Räumen hier. Wir haben ja, glaube ich, auch noch auf der anderen Seite, wo Flora gerade reingeht, können wir gleich nochmal schauen. Das Schlafzimmer, vielleicht hat sie sich echt nur noch hier drin so aufgehalten. Könnte ich mir wirklich durchaus vorstellen. Wir werden jetzt erstmal hier vorne anfangen und arbeiten uns einfach mal Step für Step hier durch. Aber hier hat Edith wahrscheinlich den Abwasch gemacht. Interessanterweise sind hier sogar noch ein paar Sachen, die sogar so aussehen, als wären sie noch ziemlich dreckig. Vielleicht hat sie es echt nicht mehr geschafft, hier das Ganze abzuwaschen. Wir haben hier auch noch ein... Moment, ich mach mal Licht an. Wir haben ja auch noch anscheinend irgendeine Haarkoloration. Creme-Haarfarbe. Das habe ich auch noch nie gehört. Ein paar Zahnbürsten. Und hier ein paar Pflegesachen. Welche aber auch größtenteils für eine Frau sind. Also man sieht hier deutlich, dass Edith hier am Ende wirklich alleine gelebt hat. Mann schon verstorben. Sie hat die Stellung gehalten. Zu guter Letzt. Ach, guckt an hier, die Tauben, die sind aber auch schon richtig am Zerfallen. War wirklich schon stark am Zerfallen hier, die Bude. Das sieht man auch hier schon so ein bisschen. Man hat hier schon so einen leichten weißen Schimmel, der so auf der Decke und sowas ist. Also man sieht es schon deutlich, dass die Bude hier nicht mehr lange macht. Und hier auch die Tapete und so teilweise schon echt abgeperlt ist. Oder runtergekommen ist. Jetzt haben wir hier sogar noch einen
Einen kleinen Kühlschrank? Jetzt frage ich mich aber wirklich, ob da noch Lebensmittel drin sind, ne? Na, der wurde leergeräumt größtenteils. Der sieht zwar sehr gammelig aus, aber leergeräumt. Wir haben ja sogar tatsächlich einen Reisepass. Der ist aber nicht von Edith, oder? Der ist, glaube ich, nicht von Edith. Nee, das ist von ihrem Mann. Das ist von ihrem Mann, der Reisepass. Ausstellungsdatum 1993. Und hier ist sogar noch Kinderausweis. Franz. Franz war vielleicht deren Kind. Wer weiß es schon. Aber hier ist sogar ein Zwangsvollstreckungsbescheid an die Familie. Können wir schon mal wirklich davon ausgehen, dass diejenigen, die hier gelebt haben, sich das Haus oder was auch immer alles über den Kopf gelaufen ist. Also das ist hier, hier ist jetzt auch Edith, Zwangsvollstreckungen und irgendwelche Mahnbriefe, was sie alles nicht so bezahlen konnte mehr. Ne? Wir haben jetzt auch nochmal einen Schrank mit etlichen, ja, Küchenutensilien wie Mixer und Co. Hier wahrscheinlich auch einfach noch. Dann einfach noch ein Besteckkasten. Aber das Radio hier, ist das ein Radio? Ja. Das sieht auch sehr schön aus. Auch richtig alt, aber irgendwie fehlt hier auch schon wieder was, ne? Könnte man dann wahrscheinlich hier hinten so die Sender und so einstellen. Gut, dann geht's da einfach genauso weiter mit Schränken, Küchenutensilien. Hier vorne. Die Sitzgruppe, die gerade ein bisschen leicht dekoriert aussieht tatsächlich. Sieht auch sehr pompös aus, ne? Im Vergleich zum Rest, aber das könnte halt auch so ein das ist, glaube ich, Plastik. Sonst hier auch noch ein richtig alter Herd. Ach, guck doch mal an hier. Entweder ist der wirklich schon dolle verrostet oder der wurde einfach schon ganz, ganz lange nicht mehr sauber gemacht, ne? Hier ist sogar noch irgendein Fleisch drin als Verpackung. Ah. Hier der Mülleimer und so auch. Irgendwelche Gläser hier unten gesammelt. Hier unten hinter der Gardine sind auch noch tatsächlich ein paar Senfgurken. Sonst dolle zugesponnen hier und rostig, ne? Aber es ist eine kleine Zeitkapsel. Das muss man lassen. Es ist doch eine kleine Zeitkapsel. Wenn man sich jetzt hier so noch mal den Raum so im Ganzen anguckt und so. Ist schon ganz nett. Es ist alt. Ich habe allerdings ehrlich gesagt noch gar kein Datum jetzt hier gefunden. Jetzt auch noch mal ein paar Kaffee, Sachen, Tassen, ein paar Gewürze im Regal. Und auf der anderen Seite wahrscheinlich genau das Gleiche. Ja. Hier drüben scheint es jetzt dann auch ins Wohnzimmer zu gehen. Vielleicht finden wir hier ein Datum. Flora ist hier gerade schon am Gucken. Also das letzte, was ich finde, ist 2004. 2004? Ja, guck mal auf dem Tisch. Mhm. Oh, Hochzeitsbilder, ja. Hier sind tatsächlich wieder ein paar private Bilder von irgendeinem Hochzeitspaar. Wird aber nicht ersichtlich, von wem das ist. Oder es ist von Ediths Kind gewesen. Den Namen hatten wir doch auch gefunden da vorne. Könnte natürlich auch gut möglich sein. Ich überlege gerade, ist das hier nicht das Haus sogar? Könnte tatsächlich das Haus sein. Das Wohnzimmer größtenteils auch noch ein bisschen eingerichtet, ne? Also wir haben hier hinten auf jeden Fall auch noch einen Fernseher, der hier steht. Der leider besprüht wurde ein bisschen. Ein kleines Nähkästchen. Und guckt euch das mal an. Hier sind auch noch richtig alte Märchenfilme. Könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr die noch kennt. Waren das nicht sogar immer diese tschechischen Filme oder sowas? Die Tschechen und so, die haben doch dann so viele... Oh, hier, guck mal, Flora. Das singende, klingende Bäumchen. Oh Gott. Ja, der Fisch und so und dieser Bär, die waren richtig gruselig, ne? Es ist auch tatsächlich noch drin, ne? Das ist echt abgefahren. Aber das sind, glaube ich, diese tschechischen, ne? Ja, aber das waren die besten Märchen, die es gibt. Mhm. Was liegt denn da noch? Rotkäppchen liegt hier noch. Und da drunter? Und der kleine Muck, was mir ehrlich gesagt gar nichts sagt. Doch, aber habe ich nie gesehen. Ansonsten geht's hier daneben auch nochmal. Was ist das? Das Webadressbuch für Deutschland.
die 6000 wichtigsten deutschen Internetadressen. Hier, das war das erste Google hier. Wie hast du es nachgeschlagen? Oh, nicht schlecht. Dann stand wahrscheinlich hier sogar vielleicht mal ein Computer. Könnte ich mir durchaus vorstellen, weil wir ja auch einen kleinen Schreibtischstuhl haben. Wir haben ja auch etliche Kabel auf dem Boden verteilt. Könnte ich mir wirklich durchaus vorstellen. Jetzt auch nochmal an Edith etwas adressiert von der Landesversicherungsanstalt. Vorruhestandsgeld hat sie hier scheinbar beantragt. Na, schwierig. Schwierig. Aber guck mal, die muss gerne Filme gesehen haben. Warum? Oh ja. Der ganze Schrank voll. Stimmt, hier sind ja noch mehr Kassetten. Und auch noch mehr Märchen, ne? Teilweise. Was ist das da hinten sogar? Robin Hood? Ah ja. Es sind etliche Filme. Aber auch so richtig alte Schinken. Und hier unten sieht man es nochmal. Die Geschichte vom armen Hassan. Märchenklassiker. Also sie hat echt auf Märchen... Oh, jetzt ist mein Gimbal abgestürzt, meine Freunde. So, Freunde, jetzt ist mein Gimbal abgestürzt, deswegen verzeiht's, dass es vielleicht ein bisschen wackeliger ist und jetzt nicht mehr so smooth. Ich muss es jetzt meine Kamera mit der Hand halten. Aber ich glaube, ich habe eigentlich eine recht ruhige Hand und vielleicht kann ich auch im Schnitt noch ein bisschen was bearbeiten. Wir werden sehen, wie es aussieht. Aber hier ist sogar ein altes Bild von einem älteren Mann. Ja, vielleicht so Anfang 60, könnte ich mir durchaus vorstellen. Hier ist sogar ein altes Katzenbild, ne? Ich glaube, das Katzenbild ist sogar von hier. Mhm. Guck dir mal das Sofa an und das. Ich glaube, das ist das gleiche. Stimmt. Die hatten bestimmt Katzen. Das ist das Sofa, ne? Und das ist sogar das Fenster. Ja. Also die saß im Grunde genau da, wo ich jetzt mit einem kleinen Finger hinzeige. Mhm. Hier muss sie gesessen haben, die Katze. Und das Foto dann wahrscheinlich irgendwie von da gemacht. Ansonsten haben wir hier noch eine alte Stereoanlage, auch noch ein paar goldene verzinkte Becher oder irgendwie sowas. Sonst haben wir in den Schubladen sogar noch eine kleine Lesebrille, etliche Lampen. Hier ist sogar noch ein Katzenbild und ihr seht, ich stehe hier gerade wirklich auf etlichen Papieren. Also hier ist auch einfach alles so zurückgelassen worden, ne? Und viele Mahnbescheide. Rechnungen, Inkasso, eigentlich alles dabei. Also gehe ich mal fest davon aus, dass die einfach pleite gegangen sind, ne? So viel zum Wohnzimmer. Ich würde sagen, wir haben ja jetzt, glaube ich, noch das Schlafzimmer, ne? Ja. Das schauen wir uns jetzt nochmal an. Aber die Küche, finde ich, ist schon mal ein absolutes Highlight mit dieser kleinen Tischgrippe und sowas, die wir hier haben. Und also man erwartet das gar nicht, wenn man den Rest des Hauses irgendwie sieht, ne? Nee, unten gar nicht. Alles so zugemüllt und hier mega schön. Mhm. Zeitkapsel. Ja, hier ist es eine Zeitkapsel schon wieder. Und ich denke wirklich, dass Edith einfach pleite gegangen ist, sich das Haus nicht mehr leisten konnte alleine. Na gut, schauen wir weiter. Nochmal wieder durch den Müll hier kämpfen. Auf die andere Seite. Ich sehe sogar gerade, das habe ich am Anfang gar nicht gesehen, dass hier wahrscheinlich sogar die ehemalige Garderobe ist. Hier ist jetzt sogar auch nochmal anscheinend von der Sparkasse irgendein Kontoauszug. Viel Gehalt hat sie auch nicht bekommen. Aber sie hat hier den Postrentendienst. Also wird sie wahrscheinlich mal eingezahlt haben in die Postrente oder sowas, ne? Und ein bisschen Gehalt. Also hat Edith wahrscheinlich am Ende sogar noch ein bisschen nebenbei da zuverdient, weil sie es damit schon nicht stemmen konnte. Und dann, selbst das hat nicht mehr ausgereicht. So, und hier haben wir jetzt anscheinend das ehemalige Schlafzimmer. Ich dachte gerade, das sieht irgendwie komisch aus, Flora, aber das ist irgendwie so hochgeklappt, ne? Ja, die Matratze, oder? Ah ja, stimmt. Ja, ist irgendwie hier mit Klappfunktion, wo man dann wahrscheinlich auch einfach noch so ein paar Sachen drin verstauen konnte. Hier noch ein paar Kuscheltiere, ein kleiner Hund. Der hier noch liegt. Auf dem Bett, habe ich übrigens gesehen, liegt auch noch ein kleiner Bär. Siehst du, das meinte ich vorhin. Das war jetzt so ein Klimpern. Ja. Und was war das jetzt? Ach, der Weihnachtsmann. Das? Oh Gott, ey, ich habe mich vorhin voll... Ich dachte echt, ich bin... Paranoid? Ja. Ja, Alter. Aber jetzt... Gott sei Dank. Aber es hört sich an wie der Lindhase. Ja, stimmt, ein bisschen, ja. Oh Gott, ey.
Ich dachte gerade auch, hey, was klimpert denn jetzt hier? Oh Mann. Ist jetzt auch nochmal ein Schrank, aber der scheint schon leer zu sein. Also ich würde wirklich sagen, ja, dass wir größtenteils eigentlich alles erkundet haben schon, ne? Weil der Rest ist halt echt absolut messy hier, ne? Das ist echt faszinierend. Und dann hast du wirklich da diesen einen Raum. Oder diesen zwei Räume. Du hast ja noch das Wohnzimmer und so da drüben. Das ist echt schon faszinierend. Und das jüngste Datum ist ja jetzt schon, boah, 20 Jahre her, ne? Dann würde ich sagen, werden wir wieder nach unten gehen. Vielleicht entdecken wir ja auch noch was da unten. Weil ich mir nämlich auch durchaus vorstellen kann, dass das Ding doch auch einen Keller hat, oder? Man kann übrigens hier gerade wunderschön in den Garten schauen. Oh, hier wirklich schon dolle eingestürzt. Und ich denke, dass der Rest auch bald folgen wird hier. So, das war's mit der Erkundung dieses verlassenen Hauses von Edith. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt eure Meinung wie immer gerne in die Kommentare. Und falls ihr nicht genug bekommt von Lost Place Abenteuern, schaut mal in dieses Video rein. Hier waren Flora und ich auch in einer absolut unberührten DDR-Zeitkapsel unterwegs. Kann ich euch wirklich nur wärmstens empfehlen. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben. Und ansonsten behaltet wie immer den Kopf frei. Ciao.